Willkommen zur Star Wars Show. Willkommen zur Star Wars Show Deutsch. Ja, die Amerikaner ist nun mal ein amerikanisches Produkt. George Lucas hat es 1970er Jahre ins Leben gerufen. 1979 saßen wir dann alle im Kino und sahen uns das an. Es sah super aus. Bis heute 40 Jahre. Yippie-yay. 40 Jahre. Und wenn ich den hier anmachen würde, unser Master Yoda, würde er wieder reichlich loslegen. Vielleicht mache ich es gleich, mal schauen. Ich begrüße euch total recht herzlich zur Show, zur Star Wars Show, alle Zuschauer, alle Gäste und vor allen Dingen alle Kunden. Vor allen Dingen auch alle Star Wars Kunden. Sehr geehrte Kunden, die täglich hier im Star Wars oder im Medienhaus oder im Copyhaus, wir wollen 2017 wieder richtig arbeiten mit sehr viel. Hier wird reichlich umgebaut ständig, bis wir fertig sind. Und fertig sind wir leider erst am 31.12.2016, weil dann ist ja auch Rogue One gelaufen und dann macht es Sinn. Dann haben wir nämlich schon mal zwei Sachen gesehen. Einmal Awaken 2015. Ja, ist richtig. Wir machen auch diese 24 Türchen wieder. Also im Dezember machen wir die 24 Türchen, daran arbeiten wir auch. 24 Clips, damit die Wartezeit für Rogue One weniger wird. Star Wars kann man positiv und auch negativ sehen, dafür ist diese Show gedacht. Diese Show soll euch informieren. Spoiler kennen wir nicht. Wir sind froh, wenn wir irgendwas hören. Wie zum Beispiel, er hier, unser Yoda, soll in 8 erscheinen. So Zwiegespräche der Macht. Aber egal, wollen wir nicht vorgreifen, denn 8 ist abgedreht. Rogue One ist auch abgedreht, nur Rogue One musste natürlich nochmal nachgedreht werden, weil das ist ein Schlachtfilm. Ja? Da hätten wir auch diese Figuren da oben legen können, aber egal. Ist ein Kriegsfilm. Mal was anderes. Jetzt fehlt halt noch so ein Piratenfilm, zum Beispiel Han Solo und seine Konsorten, ne? Die da im Weltall als Piraten unterwegs, als Freibeuter oder erzählen kann man da viel, das werden die sicherlich auch machen. Warum ich heute diesen Take hier mache, ist der große Aufruf nach Schauspielern, die auch nach Tarif bezahlt werden, sobald sie erscheinen. Am Anfang beim ersten Mal nicht. Da muss ich dabei sagen, beim ersten Mal muss erstmal geguckt werden, ob passt oder nicht passt. Da gibt man ungern 500 oder 1000 oder 3000 Euro aus für nichts, für gar nichts. Nee, also beim ersten Mal müssen wir uns erstmal beschnuppern und gucken, ob das passt, ob das verwertbar ist, damit 2017 eine wunderbare Show. Wir können natürlich in dieser Show jedes Mal einen neuen Schauspieler präsentieren, der über Star Wars spricht. So, gestern lief bei Sci-Fi zum Beispiel nicht The Rebels. Rebels läuft bei Disney XD, aber nur in Amerika. Heute Morgen hat Amerika mich mal wieder geweckt und mir auf mein Handy, Smartphone, die neue Episode von gestern, den Samstag, den 1. geschickt, was da so alles abgeht. Sobald das in Deutsch kommt, gucke ich mir das trotzdem nochmal an, um es mir dann halt in Deutsch nochmal anzuhören. Die ganze Sache, weil die Monologe, Dialoge und Prologe werden ja sicherlich ganz anders verfasst bei der Übersetzung wie im Original. Es geht natürlich da auch um viel Macht und ja, Imperium und Rebellen und die klauen da auch und sogar Darth Maul lebt dort bei den Rebels und man tauscht sogar die beiden Ikone aus. Hell und Dunkel sozusagen vermischen sich und beide interpretieren das. Worum es jetzt aber hier geht, ist eindeutig zweideutig um Moderatoren. Es werden Moderatoren gesucht für die Show, Star Wars Show, aber auch für die Sammelfigurengeschichte, weil einmal wird das Ganze bei Ultra HD Web TV vorgestellt und dann wird es bei Sammelfiguren TV nochmal auch verschiedentlich dargestellt. Ab heute sendet ja zweites deutsches Fernsehen den sogenannten Funk, ZDF Funk, den YouTube-Kanal mit 40 Rubriken, mit 40 Kanäle, mit 40 Ideen. Da sitzen junge Frauen auf der Toilette und sprechen, da sitzen bzw. liegen Frauen im Bett und schwitzen und erzählen da ein. Da gibt es Verrückte, die fahren mit dem Trecker durch Wasser,
im Heuboden killern die da die Sachen. Also für die Generation 12 plus. So, jetzt muss ich hier Generation 55 plus mit den Freunden Generation 65 plus, weil Star Wars ist ja mittlerweile Generation 65 plus, so und 55 plus. Also die Urväter von Star Wars sind ja mittlerweile 70, 50, 60 im Dreh. Ich muss euch nicht erklären, dass Carrie Fisher 56 bzw. 57 und Hamilton gerade frisch 65 wurde und Harrison Ford über 70 und der Vater des Ganzen auch über 70, fast schon 75. Ja, also das Alter rollt voran und man kippt das Ganze jetzt auf die Generation 12 plus. Überwiegend wissen die Jugendlichen ja schon dank Lego, wo Star Wars langläuft. So, während ich hier mein Plädoyer abhalte, meinen sogenannten Prolog und Dialog habe ich keinen im Moment, suche ich Moderatoren. Da hätte ich zum Beispiel Melanie Scheiter. Melanie Scheiter war Covergirl. Melanie Scheiter war Covergirl, hatte mir das auch zukommen lassen. Die Fotos, die damals gemacht wurden, auch in dem Kleid, Melanie ist 100% ansprechend, ist eine wunderbare Moderatorin, ja, Melanie Schalt, ja, hat auch bei diversen schauspielerischen Sachen mitgemacht. Wir wurden auch soeben für einen Film eingeladen zum 22.10., aber hat nichts mit Star Wars zu tun. So, Melanie ist angesprochen worden, mal schauen, ob sie Interesse hat, den weiblichen Part zu machen. Da ich nun mal der Produzent bin, bin der Producer, ich bin so was wie George Lucas hier, bin also derjenige, der das Ganze immer alles zu verantworten hat und auch in Szene zu setzen hat. So, diesbezüglich wurde dann auch der männliche Part angesprochen. So, die Frage lautet natürlich, deswegen mache ich diesen Aufruf. Ich mache diesen Aufruf für alle, die im NRW leben, Stadt Essen, Umgebung, ich spreche alle Zuschauer an, ich spreche alle Gäste an, ich spreche alle Kunden an, die hier täglich verweilen. Wer Lust und Interesse hat, es wird bezahlt, ist richtig, nach Tarif ist auch richtig, wird euch allen auch erklärt, umsonst arbeitet hier keiner. Diese Show soll ansprechend sein, soll Spaß haben, es soll natürlich auch vielleicht für diejenigen welche sein, die noch nie vor der Kamera gestanden, die noch nie in eine Kamera hineingesprochen haben, die halt noch nicht sowas gemacht haben, aber Spaß daran hätten. An alle Cosplayer, die halt, ich zeige es jetzt nicht, der Herr steht dort hinten, an alle Cosplayer, die also auch diesbezüglich in Kostüm arbeiten können, auch für die Filmfiguren-TV-Geschichte, also Filmfiguren-Theater, Filmgeschichte angeheuert werden und können hier tolle Sachen machen. Es gibt hier überhaupt keinen Zwang. Ihr dürft hier absolut frei arbeiten. Ihr werdet auch nicht gegängelt. Ihr werdet auch nicht bestraft, wenn ihr da nicht so flüssig seid in der Sprache wie alle anderen, die da vielleicht vor der Kamera stehen werden, um euch vielleicht diese Star Wars Show in Deutsch zu präsentieren. Und auch Filmfiguren, Theater sind andere Figuren. Es geht um Sammelfiguren. Es geht um Spaß an der Freude. Es geht auch um Film. Es geht um Blu-ray. Es geht um 3D. Also das ganze Medienkompendium. Es geht hier um die Medien. Die Medien erfinden etwas. George Lucas hat das hier erfunden und hat dadurch 5,5 Milliarden jetzt auf seinem Konto. Ja, im Moment vielleicht ein paar Dollars mehr. Egal, darum geht es ja auch gar nicht. Ihr solltet halt auch Geld verdienen, ist klar. Ihr solltet auch Spaß. Also alle, die das jetzt durch Zufall sehen, in Bochum zum Beispiel, die Mediengale, diverse sind ja nicht mehr da. Wie NRW TV ist pleite, gibt es nicht mehr. Joyce steht auch vor der Kippe und diverse andere. Aber ZDF ist halt jetzt mit seinem Funk bei YouTube. Und da haben wir gesagt, gut, 2017 kommen wir zurück, jetzt endlich. 1995, CeBIT, nach der CeBIT, haben wir mit dem Web-TV, UPROM-TV, Du bist TV, und wir hatten 6,8 Millionen Zuschauer bei Astra, 98,5 Grad Ost gesendet, hatten wir 6,8 Millionen Zuschauer und das schon 1995, mal hier klarzustellen. Natürlich wurde das eingestellt, weil so ein Satellit ist super teuer und keiner war bereit,
es zu verstehen. Das Internetfernsehen wurde belächelt, sogar Stefan Raab, der zuerst mitmachen wollte. Ja, Stefan Raab wollte zuerst mitmachen und dann ist er ausgestiegen und so weiter. Und jetzt ist er ja komplett ausgestiegen. Keiner sieht ihn, keiner hört ihn, keiner weiß, was irgendwie mit Stefan Raab los ist. Also, noch einmal, Melanie Scheiter ist angesprochen worden. Melanie Scheiter, eine wunderbare Moderatorin. Dann sind gewisse Schauspieler angesprochen worden, die natürlich sofort loswettern hier würden. Also, sie würden hier Star Wars regelrecht auseinandernehmen. Und da wir kein Skript haben, ist okay, können wir auch machen. Also, die Sache ist die, was können wir machen in dieser sogenannten Show? Nur Figuren vorstellen, die hier auch voll funktionstüchtig sind, oder aber sollen wir verschiedene Sachen machen bei Star Wars, und zwar halt deutsch, europäisch. Ja, viele möchten Old Republic, auch meiner einer möchte gern Old Republic, habe also auch schon mit Disney gesprochen. Disney war das Skript, was ich habe Ideen zukommen lassen, an sich schon begeistert, fand die gar nicht mal so schlecht, weil ja, die Räuber und Gendarmen, die fehlen halt noch, weil jetzt kommt der Krieg mit Rogue One und die sogenannten Schmuggler und alles. Ist zwar schön und gut, dass die Han Solo nachdrehen und ihn erfrischen, erneuern und so weiter. Und der echte Han Solo jetzt halt seine Geschichten da als Indiana Jones weitermacht, ist auch schön und gut, ist alles okay, ist in Ordnung. Er mag halt diese Geschichte mit Steven Spielberg, mag er halt mehr. Wie halt, ja, das hat er hier nie so richtig gemocht. Aber die Insider-Wissen wollen wir jetzt hier nicht verbreiten, oder beziehungsweise ich möchte es jetzt hier nicht verbreiten. Ich möchte einfach euch, die Melanie Scheiter, die ihr auch bei Facebook finden könnt, als Moderatorin gewinnen. Wenn Melanie das sieht, ich meine, sie wird es sehen, weil ich ihr das zukommen lasse. So, mit wem habe ich hier noch alles gesprochen? Also ich hatte noch mit Frank Montenbrock gesprochen. Frank Montenbrock war ja im Tatort Münster letzten Sonntag zu sehen. Und die beiden Herren aus Tatort Münster haben ja gerade auch beurkundet, dass sie mehr möchten. Und naja, hat also mal schauen, ob Frank anruft, mal schauen, ob Frank Lust hat. Wie gesagt, ich spreche ja hiermit alle an. Ich spreche hiermit alle an, die wirklich Interesse haben mitmachen zu wollen bei der deutschen Star Wars Show. Filmfiguren, Theater sind also zwei verschiedene Sachen, die ineinander fließen. Einmal über normale Figuren und dann, wie gesagt, nur über Star Wars. Und das wird einmal bei Ultra HD Web TV und einmal beim Sammelsender Sammelfiguren TV. Ne? Sammelfiguren TV wird dann also auch nochmal gemacht. Das ist jetzt hier der Aufruf. Bei Sammel- und Figuren-TV, nein, Sammel- und Figuren-TV hat einen eigenen Clip, den ihr euch anschauen könnt. Und das hier ist bei Ultra HD Web TV. Ultra HD Web TV begrüßt euch bei Film, Figuren und Theater. Und das ist ein Format, wir haben verschiedene Formate, auch wir haben verschiedene Formate unter dem Mantel Sondersender Nordrhein-Westfalen. Sondersender Nordrhein-Westfalen, sagt das Wort schon, Sondersender, hat also experimentelle Sachen schon immer vor und hat auch immer experimentelle Sachen gemacht, und das schon seit 1975 und nach 95 endlich starten können durch Cebit. Ja, und jetzt sind wir im Jahre 2017, die drei Monate haben wir auch dann Rogue One erlebt, wir haben dann wieder Weihnachten erlebt, Silvester erlebt und all solche schönen Sachen. Ja, genau. Ich sehe gerade, so. Also noch einmal, an alle Zuschauer, an alle Gäste, an alle Kunden, wer wirklich Lust und Laune hat, bei so einer Geschichte mitzumachen, die Star Wars Show, Web, also web.de, wird auch eingeblendet, könnt ihr schreiben, ihr könnt auch bei YouTube unten drunter schreiben, ihr könnt auch bei Facebook unten drunter schreiben, und ich rufe auch alle Als Admin rufe ich auch alle bei 100% begeisterte Star Wars Fans, wer da auch Lust und Laune hat, mitzumachen. Es geht auch um Austausch von Figuren. Ja? Ich rufe auch die Händler auf, die bei Facebook sind. Ihr wisst genau, wen ich jetzt meine. Wo man einkaufen kann, diesbezüglich aller Figuren. Es wird auch über Figuren gesprochen, ob es sich lohnt zu kaufen, ob die Figuren
auch wirklich das wert sind, weil es ist an sich Spielzeug, es ist an sich Plastik. Ist es nun wert, so etwas zu kaufen, weil ihr wisst genau, ab 900, ab 1200, ab 50 Euro aufwärts und so weiter unter Sammlern. In der Herstellung möchte ich jetzt nicht wissen, es gibt die jetzt leider nicht so oft, also ihn gibt es gar nicht mehr, ja, ich habe die Preise schon gesehen, ich kann die ja nochmal eben, wie gesagt, anmachen, weil ich muss immer aufpassen, weil er ist ziemlich ruppig und weil er so ruppig ist, kann es sein, dass er mir hier runterhüpft und dann wären 1200 Euro Schaden da, das muss ich ja nicht sagen. So, wie gesagt, wir können dies, also das würde mir jetzt mehr Spaß machen mit einem Partner zusammen. Yoda! I want to be a Jedi! You have? Yes. Good. I want to be a Jedi! The Force, you must learn. Ja, ich muss die Macht lernen. Ja, muss ich. Ne? I want to be a Jedi! A Jedi, yes. Das ist Yoda. Und the Yoda? Force is with you. Ja, nee, mach das nicht mehr. Ja, da geht ja nix. Ja, du sollst mich nicht schlagen. Schlagen sollst du mich nicht, ne? Ist klar. Yoda, give me more. Give me more. 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 Mhm. Wie viel Spaß macht das ja? Ist ziemlich locker. Adventure. Ja, Adventure. Excitement. Ja, mach mal. Jedi grinsen ab. Ja, so kämpft man also. Hm, nicht schlecht. Ich mache jetzt schnell wieder aus, weil die Position gefällt mir. Wie gesagt, wir können da eine Menge machen, bevor er hier richtig ruppig wird. So, wir müssen natürlich das Englische ins Deutsche versetzen oder aber wir werden Deutsch und machen das alles in Deutsch oder in allen Sprachen, müsst ihr. Also noch einmal, liebe Melanie Scheiter, wenn du Lust und Laune hast, ich brauche dich als Moderatorin. Für Filmfigur im Theater oder aber für Star Wars. Frank Montenbrock, wie gesagt, sollte er Lust und Laune haben, wird er mit mir hier stehen bzw. im Studio stehen und mit mir über Star Wars sprechen. Oder aber ich habe zwei hier, Melanie und Frank Montenbrock, oder habe euch, irgendjemand von euch, Jungs, Mädels, begeisterte, aber ihr solltet wirklich Ahnung haben von allen. Ihr solltet wirklich wissen, dass man den hier R2D2 nennt. Ja? Man sollte schon hier diese Herrschaften auch kennen. Commander Red, Commander Blue und ach, wie der da heißt, ne? Die haben alle Namen. Und vielleicht sogar den ihre Bezeichnung, die haben nämlich Nummern, sollte man dann vielleicht auch kennen. Ihr merkt, Generation 55 plus. Mir sind gerade die Nummern entfallen. R2D2 und Yoda kann ich ja gerade noch mal formulieren. Ne? Ja, das war's. Also ich schaue mich gerade um hier. Was könnte man da, also wie gesagt, über Figuren könnte man schnabulieren, sprechen. Ja, ne? Ja, apropos Tatort. Ne? Tatort haben wir natürlich auch als Hörbuch. Guck gerade, ob ich Münster dabei habe. Ne. Schade. Das sind ja also die Älteren. Wie gesagt, Tatort habe ich gerade drauf wegen Frank Montenbrock. Frank Montenbrock schwirrt ja beim Tatort Münster rum. Gibt es aber nicht als Hörspiel. Sehe ich gerade. So. Ja, also. An alle Gäste, an alle Kunden, an alle Zuschauer bei Facebook und YouTube. Die Filmfigur-Theater-Geschichte läuft seit 2012, wie gesagt 2017 weiter. Und diese Star Wars-Geschichte, die nach 2015 ins Leben gerufen wurde, wegen Awaken, Erwachen der Macht, wollen wir 2017 ja richtig loslegen, weil 8 kommt, 9 kommt, die Spin-Offs kommen bis 2020. Mit Disney gesprochen, kein Scherz, nach 2020 geht es weiter. Und deswegen bleiben wir ja auf dieser Ebene, weil es lohnt sich ja eine Sendung zu machen, die weitergeht. Ja, wenn die morgen schon zu Ende wäre, was soll man denn über Star Wars reden? Dauernd in der Vergangenheit rumschweben, da 77, 79 und so weiter. 99 kamen da 1, 2 und 3 und so toll war das alle nicht. 1, 2 und 3 war nicht toll.
sagt der eine. 1, 2, 3, war super toll. Ich finde es sehr schön, wenn Kinder das hier sehen und wenn Kinder, Star Wars, ist eine tolle Geschichte, finde ich. Und daraufhin bin ich gekommen als Produzent, als Producer, als AWA Movie Video Journalist, AWA Movie Freie Medien, bin ich darauf gekommen, sage ich, komm, wir machen eine Show, wir machen hier eine tolle Geschichte und wer mitmachen möchte, ist dabei. Kann also sich dabei noch Geld verdienen, ist klar. Tarif, logisch, wer sich auskennt in der Filmbranche, weiß genau, was auf ihn zukommen würde an Knete, Pete. Ja, wie gesagt, wenn es sich lohnt, machen wir es. Wenn es sich nicht lohnt, mache ich alleine. Alleine kostet mich das kein Geld, weil alleine gehört mir das ja alles. Ich bin ja der Producer, mir gehören die Firmen. So einfach ist das. Ja, so. Wie gesagt, politisch wollte ich mich nicht aufregen, werde ich aber sicherlich tun. Nämlich, ich werde mich politisch aufregen über Einigkeit. Einigkeit, Recht und Freiheit zum 3. Oktober, aber nicht hier bei Star Wars. Würde passen, richtig, weil ist ja Krieg der Sterne. Imperialisten, Merkel und so, ne? Der Kanzler, Merkel, oh ja, das würde passen, wisst ihr das, so eine deutsche Pendant-Serie zu Krieg der Sterne und Star Wars, da wäre der Imperator Frau Merkel, das wäre auch so eine Geschichte, ne? Imperator Frau Merkel, der kleine Dicke da, ne? Ihr wisst schon, da, ne? So kleinen Dicken da, oder den anderen, kann man ja auch nehmen, mit Brille, ihren besten Freund aus der sozialen Union, sozialistischen Weltgeschichte da, 55 Jahre Sozialismus, aber egal. Dann wäre auch ihr Padawan, ne? Ihr Padawan, können wir ja auch aussuchen. Wäre auch so eine tolle Geschichte. Also wie gesagt, ihr merkt, in dieser Show könnte alles Mögliche passieren. Wäre wirklich eine tolle Sache, wenn ihr da mitmachen würdet. Hiermit seid ihr dazu eingeladen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, also einmal im Monat, mal schauen, vielleicht auch, wenn es richtig gut laufen sollte, natürlich öfters. Aber jetzt erstmal geplant, einmal im Monat richtig kräftig arbeiten und dann wird das halt veröffentlicht und sollte das jemand erfreuen, also sollte jemand Lust und Laune haben, sich diese Geschichte anzuschauen über Yoda, über R2-D2 und die anderen Herrschaften, ihr wisst Bescheid. Wir haben ja nicht nur einen, schaut, geht einfach mal rein, schaut euch alles an, wird auch immer live gesendet, auf großem Monitor, auf Beamer. Und es kommen hier so tolle technische Raffinessen, die hier eingebaut werden. Also besser geht's gar nicht. Ehrenwort, besser geht's nicht, weil die Technik macht's möglich. Wir begrüßen den Sponsor LG und Samsung. LG und Samsung sind die großen Sponsoren. Also da kann nichts schief laufen, glaubt ihr mir. Also Walt Disney unterstützt nicht. Na? Walt Disney unterstützt nicht, weil das sind ja Produkte der Firma Disney. Ne? Ist ja klar, nee, das sind Produkte der Firma George Lucas und George Lucas hat uns Promoter 1979 reichlich viel Freiheiten gegeben, in seinem Namen dieses hier zu promoten. Wollte ich mal klargestellt haben, es ist kein Produkt der Firma Disney, ne? Ja. So, Melanie, wenn du Lust hast, bist du dabei. Frank Montenbrook, wenn du Lust hast, bist du dabei. Ja, ansonsten seid ihr, ich rufe euch alle noch einmal auf, zum Schluss. Lasst euch sehen, als Gäste, als Kunden, als Zuschauer, bei Facebook, bei YouTube und erfreut euch besonders Generation 12 Plus der neuen Sendung Zweites Deutsche Fernsehen mit dem zweiten, sieht man besser, Funk, ZDF Funk und gönnt euch die 40 Kanäle, die dort bereitgestellt werden. 40 Formate, naja. Es wird natürlich auch schon davor gewarnt, weil was da in der sogenannten Lügenpresse abgeht, ist ja wow. Ne? Vielleicht habe ich ja noch ein paar Bilder. Also Melanie Schalter war ja auf dem Deckblatt. Vielleicht habe ich sie auch hier irgendwo. Okay, Melanie ist natürlich an sich für Kosmetik zuständig. Ja, da ist sie. Hier, ne? Oh. Melanie ist an sich für Kosmetik zuständig und ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja. Okay, wie gesagt, ich rufe euch alle auf, macht mit oder lasst es sein, kommt vorbei, wir sprechen drüber. Einige sehen es ja live hier, Live-Bühne, jeden Tag, erkennen es auch wieder, live. Ja, mehr kann ich nicht zu sagen, jetzt baue ich um und verschwinde mal wieder. Ne? Welcome to the Pleasure Dome, nein, welcome to the Star Wars Show.